Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. War ich in Sambia 2012. Es ist also schon eine ganze Weile her. Und dieses Jahr war es mal wieder an der Zeit, dass ich dorthin fliege und die Familie von meinem Freund besuche. Tag 1 ist vorbei. Wir sind knapp 2 Wochen hier, ein bisschen weniger. Und ja, ich werde euch mitnehmen und euch ein bisschen was von Sambia zeigen. Wir befinden uns jetzt hier am, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Sportplatz? Mein Freund und sein Bruder sind da auf dem Fern unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ganz klein im Hintergrund. Da. Ich habe mir ein Getränk geschnappt und chill jetzt hier mit meinem Kumpel Didi. Hey Didi. Hey. Wir sind jetzt circa 4 Tage hier und die Erkältung, die ich habe, seit wir hergeflogen sind, ist immer noch nicht so ganz weg, aber es wird besser. Und wir haben die letzten Tage eigentlich so ein bisschen in den Tag hineingelebt und einfach so gemacht, worauf wir Bock hatten. Es ist 5 Uhr morgens. Wir machen uns jetzt auf den Weg auf Safari. Wir waren diesmal am Lower Zambezi, da war ich vorher noch nie. Das ist direkt an der Grenze zu Simbabwe. Und wir waren in einer wunderschönen Lodge, kann ich euch definitiv empfehlen, falls ihr mal Bock auf Safari habt. Es war wirklich toll da, das Essen war super, die Location war geil, die Zimmer waren wunderschön. Thank you.
ging es auch schon wieder zurück nach Europa, ins warme Europa, muss ich sagen. Es ist wärmer hier, als es in Sambia war. Ja, und wir hatten eine wirklich wunderschöne Zeit dort und hatten viel Spaß. Es war sehr entspannt und wir haben viele wunderschöne Erinnerungen mitgenommen. Und jetzt bin ich wieder hier im Alltag angekommen und wollte gerne die schönen Erinnerungen und Momente, die wir hatten, in diesem Video mit euch teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.